freue mich, Sie heute in meinem klimastabilen Wald zu begrüßen. Klimastabil, fragen Sie sich vielleicht warum, aber ganz einfach, gucken Sie sich einmal ringsherum um. Sie sehen unterschiedliche Baumarten, unten in einer unteren Schicht der Bergahorn, einzelne Eichen, aber das Hauptsächliche, was hier ins Auge fällt, ist unsere stabile Buche mit wirklich noch grünen Kronen. Aber leider ist es so, dass sich unser Wald wandelt an vielen Stellen. Und das ist auch so in meinem Revier. Und da möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen, einfach auch die anderen Bilder mit anzugucken. Jetzt gehen wir gemeinsam auf die spannende Reise, so wie es tatsächlich sich draußen in meinem Wald gestaltet. Anfangen tut es hier mit unserem noch gesunden Mischwald, aber aus dem Nichts kommt uns schon die große Fläche entgegen, wo Sie sich vorstellen müssen, vor 5 Jahren hatten wir hier noch einen geschlossenen Fichtenbestand, der sich nach dem Borkenkäferbefall über mehrere Jahre komplett aufgelöst hat. Unten im Untergrund sieht man die vielen Brombeeren, die versuchen, sich ihre Natur wieder zurückzuerobern. Und punktuell habe ich aber schon dagegen gesteuert, indem wir lauter kleine Eichen eingepflanzt haben, um einfach der Natur neue Möglichkeiten langfristig zu geben. Es hört leider nie auf mit unseren Problemen, weil, wie Sie hier sehen können, hat der Sturm, ein Gewittersturm vom Sommer, zugeschlagen und es ist sogar das Problem aufgetreten, was wir dieses Jahr frisch an kleinen Bäumchen gepflanzt hatten, ist eine Fichte mitten drauf gefallen, so dass ich immer noch weiter danach gucken muss, dass das auch in Zukunft wieder zu diesem klimastabilen Wald wird. Und das ist eine Aufgabe, die nicht in Kürze zu lösen ist, sondern ich habe den Vertrag für die Generationen, weil die Waldbäume halt in Dimensionen von 200, 300 Jahren wachsen und ich damit eine große Verantwortung trage. Hier hat leider der Borkenkäfer gewütet. Wenn ich nach oben gucke, ist meine Welt noch in Ordnung. Da sind noch die grünen Nadeln überall. Aber jedem ist klar, dass hier, wo die Rinde fehlt, die Wasserleitungsbahnen unterbrochen sind. Dafür habe ich dann auch die Möglichkeiten, das hier in meinem Tablet entsprechend aufzunehmen, so dass diese Bäume anschließend noch gefällt werden können und genutzt werden können. Leider ist es nicht nur dieser einzelne Baum, sondern auch mehrere, die im Hintergrund noch gut zu sehen sind, überall da, wo die Rinde abgefallen ist. Aber ein Hoffnungsschimmer für mich ist, dieses Jahr, weil es ja wirklich sehr viel geregnet hat, dieser Fichtenbaum, weil dort sehe ich die Harztropfen, die bewirkt haben, dass der Borkenkäfer dort ertränkt werden sollte und sich nicht mehr weiterentwickeln konnte. Für mich speziell an dieser Stelle heißt es, dass ich mit den Bergahornverjüngung, mit den nächsten Bäumchen, die sich von alleine hier angesamt haben, auch in Zukunft wieder einen stabilen Wald mit einem stabilen Wald weiterarbeiten kann. Für den klimastabilen Wald gucken wir uns jetzt hier die Baumart Douglasia an. Eine Baumart beispielhaft als Nadelbaumart, die einfach langfristig gesehen unser Hoffnungsträger ist, auch entsprechend stabil zu erwachsen. Was man besonders gut erkennen kann im Hintergrund, sieht man ebenfalls alt gewordene Douglasia, inzwischen 80 Jahre alt, die alle Auswirkungen vom Klimawandel bislang super überstanden haben. Aber ohne Arbeit geht es nicht, weil wenn ich diese Bäume hier mir angucke und den Bewuchs daneben, sieht man die wahnsinnige Gewalt von unseren Brombeeren, die in 0,nix unsere kleinen Pflänzchen wieder überranken. Und deswegen bedeutet es, regelmäßig auch nach den neuen Pflanzen zu gucken, die überall in kleinen Bereichen wieder eingebracht worden sind.
freuen tue ich mich auch über das, was die Natur uns hier geschenkt hat. Einen kleinen Bereich, den wir gar nicht mit neuen Pflanzen aussetzen müssen, sondern eine Naturverjüngung aus Bergahorn, die wir gerne in dieser großen Gesamtfläche mit einbeziehen für die Zukunft. Wir befinden uns immer noch auf der Fläche, auf der Schadfläche, die wir uns am Anfang angeguckt haben. Und hier haben wir die Baumart Eiche angepflanzt. In dem Fall immer in kleinen Gruppen zusammen, um einfach zu den vielen anderen Baumarten, die uns die Natur schenkt, noch die wichtige Baumart Eiche mitzunehmen, die auch in Zukunft klimastabil sein wird. Und damit sie gute Startvoraussetzungen auf dieser Fläche hat, gibt es zusätzlich diese Wuchshülle außenrum, die einfach bewirkt, dass die Bäume in einem gewissen Gewächshauscharakter, Treibhauscharakter gut am Anfang durchstarten können, weil sich unter jeder auch noch eine kleine Eiche befindet und als zweiten Aspekt die Bäumchen vor dem Wild geschützt sind. Und für uns alle ist es wichtig, dass wir mitarbeiten, um auch in der späteren Zukunft stabile Wälder zu haben, weil der Wald für uns alle eine ganz wichtige Bedeutung in den unterschiedlichsten Bereichen hat, wie zum Beispiel im Speichern vom CO2. Es ist ein super Erholungsraum direkt vor der Haustür und wir haben langfristig gesehen dort drin alle die Möglichkeit, uns gut zu erholen und der Umwelt was Gutes zu tun. Wir behalten den Wald im Auge an über 800 Standorten in Baden-Württemberg.